Das ist Jonas aus Afrika. Jonas hatte schon als kleiner Junge einen großen Traum. Weil seine Familie bettelarm ist, konnte er nie zur Schule gehen. Stattdessen versuchte Jonas seit seinem 5. Lebensjahr, selbst kleine artistische Kunststücke zu lernen, um damit später einmal Geld verdienen zu können und seine Familie ernähren zu können. Eines Tages hörte der Artist Tariko von diesem kleinen Jungen und seinem großen Traum. Tariko gab Jonas eine Chance. Jonas durfte einige Jahre lang mit Tariko in einer äthiopischen Artistenschule trainieren. Und was er gelernt hat, wird uns Jonas heute Abend zeigen. Denn heute beim Adventsfest der 100.000 Lichter treten die beiden zum ersten Mal gemeinsam in einer europäischen Fernsehshow auf. Zusammen mit den Kollegen des Ensembles Mother Africa. Jonas und Tariko. Thank you.
Herren Jonas und Tariko. Euer Applaus, Wahnsinn. Unglaublich. Sag mal, Jonas, wie kann man solche Kunststücke lernen? Muss man schon ein Talent dafür haben und einen guten Lehrer. Und dann sehr, sehr hart daran arbeiten. Also viele, viele Monate und auch Jahre. Toll. Heute Abend bist du zum allerersten Mal in Europa aufgetreten. Wie gefällt es dir hier bei uns? Es ist ganz kalt hier. Tariko, wirst du auch weiterhin gemeinsam mit Jonas auftreten? Oh, yes, of course. Oh ja, ganz sicher. Together with Jonas. Denn wir sind ja ganz toll zusammen und auch mit dem Zirkus Mother Africa. Und wir möchten hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern hier im Dezember mit dem Zirkus auftreten. Ich finde Deutschland ganz toll. Es ist natürlich etwas kalt hier, aber sonst mögen wir es schon. Danke. Wir danken euch, dass ihr da wart. Und das alles hat begonnen mit einem großen Traum eines kleinen Jungen aus Afrika. Wunder können tatsächlich geschehen. Und diese Worte, Wunder können geschehen, stammen aus einem Lied, das in keinem Adventsfest mehr fehlen darf. Die Melodie zu diesem Lied stammt aus dem Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.